Kreuzung, an der ihr Sohn Jan starb. Auch wenn das Unglück jetzt 2,5 Jahre her ist, die 47-Jährige erlebt es immer noch wie in einem schlimmen Traum. Polizeiauto kam aus dieser Richtung, mein Sohn aus dieser Richtung und der Zusammenfall geschah hier. Mein Sohn wurde noch circa 80 Meter weit mitgeschliffen und mitsamt Fahrrad. Die furchtbarsten Minuten ihres Lebens. Mary Mahui muss ihren toten Sohn identifizieren. Bilder, die sich eingebrannt haben, die sie nicht vergessen kann. Es war für mich ganz schlimm zu sehen, diese Kopfverletzung. Er trug einen Verband. Ich musste nach 2 Minuten diesen Raum wieder verlassen, weil es wirklich richtig schlimm war, richtig schrecklich. Das, was die Mutter noch heute nicht zur Ruhe kommen lässt. Die Landesfinanzdirektion von Thüringen fordert über 30.000 Euro für das bei dem Unfall beschädigte Auto. Zur Trauer noch diese riesenfinanzielle Belastung für die Außendienstmitarbeiterin. Trotz mehrerer Anfragen wird man sich nur schriftlich dazu äußern. Mit einem Einstellungsbeschluss der Staatsanwaltschaft ergibt sich eine Haftung des Fahrradfahrers zu 100%. Und das erklärt sich so. Jan kommt angetrunken von einer Party und überfährt ein Stoppschild. Da erfasst ihn ein Polizeiwagen im Einsatz mit hoher Geschwindigkeit. Der Junge stirbt. Das Auto wird schwer beschädigt. Man hat das eigene Kind verloren und dann soll man 30.000 Euro für ein Polizeiauto bezahlen. Für mich steht es in überhaupt kein Verhältnis. Sowas kann man nicht begreifen. Die 47-Jährige hat vergebens um die Anerkennung einer Teilschuld der Beamten, die 130 Kilometer pro Stunde fuhren, gekämpft. Bei einem Nettogehalt von 1.100 Euro wird sie wahrscheinlich bis an ihr Lebensende die Raten für das Polizeiauto zahlen müssen. Doch darum geht es ihr gar nicht. Mir würde doch sehr helfen, wenn die 2 Polizeibeamten mal auf mich zukommen würden und wenigstens sagen würden, es tut mir leid. Auch 2,5 Jahre nach dem Unfall hat Mary Mahui das schwere Trauma noch nicht überwunden. Zum ersten Mal seit langer Zeit ist sie wieder in Jans altem Zimmer. Alles hier erinnert sie an ihn. Vor allen Dingen diesen Schritt in das Zimmer zu machen, das ist noch sehr schlimm. Gerade weil alles jetzt so einsam ist. Ich habe auch versucht, schon einen Großteil der Sachen wegzuräumen, aber es kostet viel Überwindung. Jans Freunde treffen sich regelmäßig an der Unfallstelle. Bei ihnen findet Mary Mahui Trost. Auch sie können nicht verstehen, dass Jan so plötzlich von ihnen gegangen ist. Es gab viele Sachen, die ich ihm noch sagen wollte, die ich ihm aber nicht sagen konnte. Und das war das, was mich immer noch belastet. Ich würde es ihm halt gern sagen, aber ich kann es halt nicht. Mit dem Verlust wird man nicht fertig. Ob das vielleicht noch ein paar Jahre dauert oder ein Leben lang, ich weiß es nicht. Mary Mahui hat ihren geliebten Sohn verloren. Auch wenn die Behörde juristisch wohl einwandfrei gehandelt hat, rein menschlich ist es nicht nachvollziehbar.